Welche Farbe sehen Sie, wenn Sie sich erinnern? Welche Farbe? Schwarz. Ihre Vergangenheit, Jenny, ich weiß nicht. Die geht einfach nicht vorbei. Sie müssen Dinge tun, um sich die Dunkelheit vom Leib zu halten. Sie müssen lernen, da draußen zu überleben. Das ist meine Musik für dich. Solange du lebst, verschwende dich. Solange du lebst, verschwende dich? Genau. What does it mean? Hau alles raus in den paar Sekunden, in denen du hier bist. Genau wie du es machst. No fear. Sie haben ihn also gefunden? Nein, er hat mich gefunden. Man muss dafür bezahlen, wenn man was getan hat, und zwar jeder. Was machst du in meiner Sendung? Dich umbringen, was soll? Können wir uns selbst vergeben? Hey Freunde, Eddie hier von Filmbuzzer. Heute möchte ich mit euch über 15 Jahre, ein Meisterwerk von Chris Kraus, sprechen, das seit dem 11. Januar 2024 in den Kinos läuft. Dieser Film, der auf einem wahren Meisterwerk von Radikalität und handwerklicher Brillanz basiert, hat uns ein filmisches Erlebnis beschert, das sich nicht so leicht vergessen lässt. Der Film erzählt die Geschichte von Jenny, einer ehemaligen Pianistin, die nach 15 Jahren Haft für ein Verbrechen, das sie nicht begangen hat, entlassen wird. Mit nichts als Wut und Erinnerung ausgestattet, sieht sie ihre Welt in einem neuen Licht. Als sie herausfindet, dass ihre Jugendliebe, die für ihr Martyrium verantwortlich war, zu einem international gefeierten Star unter dem Künstlernamen Gimme More geworden ist, wird ihr Bedürfnis nach Rache überwältigend. Die künstlerische Leitung und die musikalische Untermalung des Films sind beispiellos. 15 Jahre schafft es, einen Spagat zwischen Optimismus und tiefgründiger Rache zu vollziehen, verpackt in einer skurrilen Castingshow, bei der Gut und Böse nicht mehr greifbar erscheinen. Die Hauptfigur schießt durch die Handlung wie ein aufgeklapptes Rasiermesser, was sowohl hohen Unterhaltungswert als auch eine enorme Radikalität mit sich bringt, die den Zuschauer in ein Wechselbad der Gefühle eintauchen lässt. Chris Kraus, Autor, Regisseur und Produzent, schafft es, das Psychogramm einer hochsensiblen und furiosen Nemesis-Figur mit einem atemberaubenden Musikfilm zu verbinden, dessen Score aus der Feder der vielfach preisgekrönten Komponistin Annette Fox stammt. Dieser Film ist nicht nur ein spannendes Drama, sondern auch eine Auseinandersetzung mit den Werten, die im Konflikt mit der Welt auch im 21. Jahrhundert existenzielle Bedeutung haben. Es geht um die Fragen: Wie weit darf ein Mensch in seinem Drang nach Vergeltung gehen, wenn ihm Unrecht widerfahren ist? Und was passiert, wenn dieser Mensch eine affektgesteuerte Musikerin ist? Die Besetzung ist hervorragend, mit Hannah Herzsprung, die die Rolle der Jenny von Löwen übernimmt und in ihrer schauspielerischen Tour de Force sich selbst übertrifft. An ihrer Seite spielen Hassan Akkusch, Albrecht Schuch und ein herausragendes Ensemble, das jede Szene mit Authentizität und Intensität füllt. Im 15 Jahre ist ein Film, der nicht nur unterhält, sondern auch zum Nachdenken anregt. Es ist ein Film, der zeigt, wie kraftvoll und bewegend das Kino sein kann und erinnert uns daran, wie wichtig es ist, die Augen nicht vor der Realität zu verschließen. Die herausragende Qualität von 15 Jahre wurde durch prestigeträchtige Auszeichnungen gewürdigt, die die tiefgründige Wirkung und meisterhafte Produktion des Films unterstreichen. So wurde ihm von der Deutschen Film- und Medienbewertung das Prädikat besonders wertvoll verliehen. Und beim Kinofest Lünen räumte er den Hauptpreis für den besten Film ab. Besonders bemerkenswert ist die Auszeichnung von Hannah Herzsprung mit dem Bayerischen Filmpreis 2023 in der Kategorie Beste Darstellerin, was nicht nur ihre beeindruckende schauspielerische Leistung, sondern auch die emotional packende Tiefe des Films hervorhebt. Diese Anerkennungen bestätigen 15 Jahre als ein cineastisches Meisterwerk, das Publikum und Kritiker gleichermaßen fesselt und bewegt.
Also wenn ihr das noch nicht getan habt, schaut euch 15 Jahre an, der seit dem 11. Januar 2024 in den Kinos läuft. Es ist eine filmische Reise, die ihr nicht missen wollt. Wir sehen uns im Kino.